Torwarttrottel gibt es nicht nur in der Fußball-Bundesliga, sondern auch in Argentinien. Martin Palermo erzielte ein unglaubliches Kopfballtor nach einem Fehler des gegnerischen Torwarts German Montoya, der den Ball beim Versuch zu klären genau auf den Kopf von Palermo schlug. Palermos Boca Juniors gewannen diese Partie übrigens durch das 40-Meter-Kopfballtor mit 3:2 gegen Vélez Sarsfield.